Oh, Toilette ist einfach beste, meine Freunde. Oh, hört mal zu, mein Magen macht so komische Geräusche. Was ist das? Hört ihr das? So ganz komische Geräusche. Was ist das? Das ist aber nicht mein Magen. Das kommt nicht von mir. Was ist das? Oh mein Gott. Leute, vor meinem Haus ist einfach Monster Louis. Was ist da los? Leute, guckt mal. Oh mein Gott, Leute, ich gehe schon mal ans Fenster. Was ist hier los? Wow, 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 wow. Oh, was macht denn Louis hier? Oh mein Gott, Hilfe. Meister Louis, was machst du vor mein Haus? Du bist doch wilde Pommes, oder? Ist mich ja richtig, mein wilde Pommes. Ja, bist du? Was kann ich für dich tun? Bro, ich sehe, du bist mein Fan. Cool, du hast unseren Merch gekauft. Danke, Mann. Wilde Pommes, ich hab gehört, du bist der Beste in Wobby Life und ich hab ein ganz großes Problem. Oh, Meister Louis, du hast ein Problem. Du kommst extra zu mir. Oh, das muss ja was richtig Großes sein. Was kann ich für dich tun? Wilde Pommes, ich find's ein bisschen komisch, aber ich hab hier einen Kindergeburtstag bei euch gefeiert in Wobby Life Island und ich find meine oder besser unsere Kinder nicht wieder. Und jetzt sind die ganzen Louis-Eltern nach Wobby Life bekommen, blockieren die ganzen Zufahrten von euch. Wilde Pommes muss unbedingt unsere Kinder finden. Die feiern irgendwo einen Geburtstag. Und wenn alle Kinder wieder da sind, dann gehen wir auch wieder. Aber die Eltern sind stinksauer auf mich. Ich muss die Louis-Kinder finden. Bitte helf mir, Wilde Pommes. Louis, würdest du dir jetzt verarschen? Es gibt noch mehr von euch. Oh mein Gott. Ja, klar, ich helfe dir auf jeden Fall. Bloß, wo soll ich suchen? Wilde Pommes, das ist so nett von dir. Also, du weißt ja, Louis-Monster mögen es eher dunkel, dreckig. Naja, du musst sie auf jeden Fall finden, Wilde Pommes. Also, wie du siehst, ich bin einfach zu groß für die Wobby-Welt. Guck mal bitte in den engsten Gängen nach überall, wo du gucken kannst. Bitte finde unsere Kinder, bitte. Okay, Meister Louis, ich gebe mein Bestes und werde versuchen, Kinder zu finden. Oh mein Gott, Leute, einfach Meister Louis vor meiner Haustür. Eine kam mir das Meister Louis-Fanshirt an. Leute, habt's gehört, wir müssen jetzt auf jeden Fall Louis helfen. Ey, überlegt mal, wenn einfach die Kinder verschwinden, das muss so schlimm sein für die Eltern. Wir müssen seine Kinder finden. Oh Gott, der steht wirklich vor mir. Guck dich schon an, meine Freunde, wie groß der ist. Oh mein Gott, warte mal, und der hat gesagt, die Louis-Monster versperren die ganzen Straßen. Ich sehe gerade nur ein Monster. Leute, lasst uns mal ein Fahrzeug spawnen und versuchen, die Eltern zu beruhigen. Ey, es gibt noch mehr Louis-Monster. Das hätte ich ja niemals gedacht. Leute, schreibt mir Kommentare, hättet ihr gedacht, dass es mehr Louis-Monster gibt? Unglaublich. Leute, komm, wir spawnen so ein neues Fahrzeug. Das Motorrad sind wir am schnellsten mit. Und lass mal checken, ob hier noch mehr Louis-Monster in der Umgebung sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, Leute, ich habe schon ein bisschen Schiss. Die sind schon ziemlich groß, die ganzen Louis-Monster. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist hier? Oh, da ist wirklich eins. Und die blockieren wirklich die Straßen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, guck mal, die machen ernst, die machen ernst. Leute, die ganzen Louis-Monster sind auf Wobby Life Island und wollen die Stadt lahmlegen. Ihr seht es. Ey, wie viel sind hier? Jetzt haben wir schon zwei gefunden. Sind hier echt noch mehr? Oh Gott, da ist noch eins. Ey, Leute, die machen voll ernst. Oh mein Gott, was ist da los? Oh, guck mal, die armen Wobbys, die kommen gar nicht durch. Die sind so riesig, blockieren die ganze Straße. Oh, meine Freunde, müssen uns beeilen, müssen Wobby Life City retten. Let's go. Wo könnten wir nur die Louis-Monster-Babys und die Kinder finden? Wo könnten die nur Geburtstag feiern? Louis hat gesagt, ey, vorne ist auch eins. Ey, Bro, ich muss hier durch. Komm ich hier durch? Der lässt mich auch nicht durch. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich muss einen Umweg. Oh Gott, ich muss einen Umweg fahren. Oh, warte, ich hab Mumuts an. Leute, ich muss mit Mumuts jetzt versuchen. Ja, komm, auf das Auto hier rauf. Warte mal. Und zack. Ja, Leute, haben es geschafft. Wunderbar. Mit Mumuts geht das. Nice, Alter. Cool. Leute, wir müssen jetzt versuchen, die Louis-Monster zu besänftigen. Wir müssen dafür die Kinder wiederfinden. Die fallen irgendeine Geburtstagsfeier. Du musst wissen nicht genau wo. Ey, Leute, wo soll ich nur suchen? Ich habe keine Ahnung. Aber die haben gesagt, die kommen nicht überall hin. Oh, ist noch eins. Oh mein Gott. Oh, hier ist noch einer. Und das, oh, da vorne ist auch noch einer. Meine Freunde, guck mal, hier ist auch noch ein Louis. Oh mein Gott, was geht hier ab in dieser Wobby-Live-Stadt? Ich würde sagen, wir suchen erst noch kurz ein paar Hinweise, um zu gucken, wo diese Kinder überall sein könnten, meine Freunde. Es kann ja nicht so schwer sein. Und wie groß sind die Kinder eigentlich? Sind die genauso groß oder ein bisschen kleiner als die? Boah, Leute, komm, wir gehen jetzt auf Vollgas hier. Let's go mit dem neuen Motorrad. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like für weitere coole Wobbly-Life-Videos von Wilde Pommes. Ey, ist noch ein Louis. Oh mein Gott, Leute, die sind wirklich überall. Dabei legen die echt die ganzen Straßennamen. Das ist ja erstmal voll gemein. Was ist da los? Warum ist noch ein Louis? Ey, die hängen hier alle rum. Die können alle anscheinend fliegen. Oh, es sind zwei Louis. Oh mein Gott, Leute, die machen echt Todesernst. Ey, wenn wir die Kinder nicht finden, dann wird Wobby Life für immer von den Louis ja unter Kontrolle sein. Das geht ja gar nicht. Freunde, oh, guck mal, selbst bei der Brücke haben die Stopp gemacht. Selbst zwei Louis bei der Brücke. Oh mein Gott, da kommen die armen Wobblys ja nirgendwo mehr durch. Leute, jetzt lasst mal kurz gucken, bitte. Wo könnten hier kleine Louis-Monster sein? Ich fahre jetzt kurz mal die Stadt ein bisschen ab. Und wenn ich einen Hinweis finde, dann sehen wir uns sofort wieder.
Wow, wow, oh Leute, da vorne ist was Grünes. Ist das ein Louis-Kind? Oh ja, guck mal, Leute, das ist ein kleiner Louis. Oh mein Gott, guck mal, genauso aus wie sein Papi. Oh, guck mal, wie süß. Boah, kann ich schon sprechen? Kleines Louis-Kind, wo ist deine Party? Wo sind die alle? Oma Pommes, die haben mich einfach rausgeschmissen von dieser Party. Ich hab die letzte Mal in der U-Bahn gesehen, da waren die. Ich bin nicht mehr willkommen, Pommes. Ich will wieder zur Party, bitte. Oh Mann, die haben mich einfach ausgeschlossen bei der U-Bahn. Okay, Bro, kann ich dich anfassen? Warte mal. Ja, Leute, guck mal, ich kann Louis anfassen. Das ist deine Louis-Baby, alles klar. Okay, er hat gesagt, bei der U-Bahn, da hat er das letzte Mal gesehen. Okay, da würde ich sagen, Leute, da vorne ist der U-Bahn-Eingang im Krankenhaus. Da gehen wir kurz mal hin und mal gucken, ob wir da den kleinen Louis helfen können und das natürlich zum Geburtstagsparty wieder hinkommt. Oh mein Gott. Das heißt, der Louis-Kind vertraut mir und er hat gesagt, in der U-Bahn, da sind die am Start. Haben die einfach eine Geburtstagsparty in der U-Bahn gemacht? Was ist da los? So, sind es bei der U-Bahn. So, wo hast du die jetzt gesehen? Fühl mich mal ein bisschen rum. Wo soll ich hingehen? Okay, okay, er zieht nach vorne, er zieht nach vorne. Okay, er zieht, ja. Nein, oh, er zieht mich, Leute, er zieht mich einfach zu der Kinderparty anscheinend. Er zeigt mir den Weg, das ist ja nett. Oh, gut, dass ich das kleine Kind gefunden habe, let's go. Ja, ja, U-Bahn, ja, also ich sehe noch nichts von der Party. Kleines Louis-Monster, hier ist doch gar nichts, verarsch mich doch nicht, hier ist doch gar nichts. Willst du mich veräppeln? Wow, 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 er zieht, wow, was ist hier los? Oh, 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 Leute, was ist denn hier los? Ich lass kurz mal los, mein Kleiner, was ist denn hier los? Hier ist ein neues Rohr, oder was? Was ist denn da los? Komm ich aber nicht durch. Ich will hier durch, Bro, bitte. Ist da unten deine Party? Ja, Mann, da ist die Party, Bro. Ich will da hin. Okay, Leute, wir müssen irgendwie diese Holzbalken aufbekommen. Warte mal, ist hier irgendwas? Warum irgendwas zum Weghauen? Ist hier irgendwas? Links, rechts. Oh, da vorne ist los. Leute, da vorne ist eine Axt. Die holen wir uns. Let's go. Die nehmen wir uns hier. Mit der Axt werden wir das Holz auf jeden Fall aufbekommen. Oder zerhackt bekommen, besser gesagt. Okay, Louis, geh zur Seite. Ich rette dich. Oh ja, funktioniert. Oh ja, wir haben es. Oh, perfekt. Weg mit der Axt. Komm, mein kleiner Freund. Wir gehen runter und retten die Party. Let's go. Yay. Wow. Mein Gott. Wie tief ist das? Alter, hat er mir gerade gesagt, das ist ja voll die gefährliche Party hier. Bro, ist gar nichts los. Oh, er zieht mich, er zieht mich, er zieht mich. Er zieht mich. Oh mein Gott, er zieht mich. Oh, Hilfe, Hilfe, Leute. Oh mein Gott, Leute, hier ist wirklich was. Hier ist alles grün. Das sieht... Oh Gott. Das sieht wirklich nach einer Louis-Monster-Party aus. Oh mein Gott, was geht hier ab? Bro, hier, du bist wieder eingeladen. Ich setze dich einfach in den kleinen Brunnen ab. Hier, bitteschön, back to party. Yay. Okay, Leute, hier ist alles voller Louis-Monster. Lass mal kurz ein bisschen rum mit der Kamera fahren hier. Oh mein Gott, das sind alles Louis-Monster. Aber irgendwie sieht es nicht wirklich nach einer Party aus. Die ist so leise, keine Musik, kein Essen. Hier ist ja gar nichts. Einfach nur Louis-Monster im Whirlpool oder in der Suppe hier. Oh mein Gott, oh, guck mal, der ist der einzige Louis, guck mal, der hat so einen Partyhut auf. Ist das zum Geburtstagskind? Louis, hallo, hallo? Hallo, erstmal alles Gute zum Geburtstag, Bro, alles Gute. Oh, ich kann F interagieren, okay, F interagieren, was machen wir da? Okay. Bla, Womba, Dab, Dub, wat? Bla, Womba, Dob, Dob? Okay, oh, er zeigt ein Kuchenschild. Er zeigt ein Kuchenschild. Okay, was soll ich jetzt machen? Bro, was willst du von mir? Was soll ich machen? Ein Kuchenschild. Leute, Leute, ich glaube, der hat Hunger. Der braucht eine Geburtstagstorte, meine Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, der braucht eine Geburtstagstorte. Klein Louis, warte, warte. Ich gehe schnell los und hol komplett deine Torte. Warte, warte. Natürlich, Leute, guck mal, die Party kann nicht steigen, weil die keine Geburtstagstorte haben. Natürlich nicht, Leute. Okay, probieren's. Okay, oh, wo komme ich denn hier raus? Ah, dann bin ich einfach hier bei dem Hauptkanaleingang. Alles klar. Ich würde sagen, wir besorgen uns jetzt eine leckere Torte und dann bringen wir diese Torte, diese Louis-Monster-Geburtstagsparty. Und ich hoffe, dass dann die großen Louis alle aus der Stadt weggehen. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie einfach die ganze Stadt blockieren. Da können ja die Wobbys gar nicht Auto fahren. Wie gemein ist das denn? Okay, ich weiß, wo ich die Torte herbekomme. Ich fahre mal kurz zum Krankenhaus. Ich glaube, da war so ein Verkäufer mit ganz viel Süßkram. Oh Mann, das ist auch ein Louis-Monster. Oh Mann, ich muss hier voll die Umwege fahren, Bros. Davon ist auch ein Louis-Monster. Okay, muss ich die Abkürzung nehmen. Oh mein Gott, so viel Louis-Monster, meine Freunde. So viel habe ich noch nicht gesehen. Was ist hier los? Jetzt geht doch mein Auto noch kaputt hier wie das Ganze. Mann, 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 Mann. So, ich bin jetzt beim Krankenhaus angekommen. Ich hoffe, dass der uns irgendwie Kuchen verkaufen kann. Mir war so, als hier irgendjemand... Stimmt, hier ist die Cafeteria. Ja, stimmt, stimmt. Warte mal. Ja, guck mal, hier gibt's Kuchen. Ja, den brauchen wir. Genau den, Leute. Guck mal, Donuts, nee. Schokolade ist... Das muss ja... Guck mal, es ist genau der gleiche Kuchen wie auf dem Bild, glaube ich. Leute, hol uns den Kuchen hier. Am besten gleich mal zwei Kuchen, weil ich habe ein bisschen mehr Hunger.
Zwei Kuchen, zwei Geburtstagstorten ist doch super. Zack, nehmen wir. Und jetzt gehen wir runter nochmal zur U-Bahn und brät den kleinen Louis-Kindern ja einfach die Geburtstagstorte. Und ich hoffe, das ist die richtige. Oh mein Gott, Leute, let's go, let's go. So, es ging nochmal runter in die U-Bahn. Das habe ich mir gemerkt. Warte mal, einmal hier lang. Ja, genau, dann zur U-Bahn direkt. Hier war er von auch. Und dann hat er mich nach links geführt. Genau, soll nach links gehen. So, dann war weiter geradeaus und irgendwann kam mir rechts so ein komischer Gang. Und da muss die Party sein, meine Freunde. Leute, ja, guck mal, da vorne liegt meine Axt, die ich vorhin gebraucht habe. Hier muss es ungefähr sein. Hier war es ungefähr. Genau hier. Ja, genau hier rechts rein. Ja, da kam die super krasse Röhre. Leute, runter da nochmal. Let's go. Kuchen, komm mit. Wir brauchen dich, Kuchen. Bleib. Oh, Kuchen, Kuchen. Nein, oh. Gut, dass ich zwei bekomme. Ein Kuchen ist weg. Oh mein Gott, ein Kuchen ist weg. Oh mein Gott. So, wir haben jetzt einen Kuchen am Start. Ich hoffe, das reicht für die Kindergeburtstagsparty hier. Oh mein Gott, warte mal. Ja. Okay, passiert. Ah, oh, es passiert noch nichts. Muss den Kuchen etwa das Geburtstagskern bringen? Probiert es mal, meine Freunde. Let's go, let's go. Und ja, es hat funktioniert. Wie geil. Blab, blabo. Er freut sich, glaube ich. Und dumm, wubber, bobo, blab. Okay. Ja, Leute, wir haben das Louis Monster Outfit. Das Kanal-Outfit freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Cool, jetzt kann die Party richtig losgehen, meine Freunde. Viel Spaß mit der Geburtstagssonne. Guten Appetit. Ey, Leute, wir haben ein neues Outfit freischaltet. Da würde es dann, lass uns gleich mal anziehen, wie das aussieht. Nochmal durch die große Ruhe durch. Let's go. Und warte mal. Ich würde sagen, wir ziehen das Outfit an. Und dann sagen wir Monster Louis Bescheid, dass sie seine Kinder gefunden haben. Und ich hoffe, da ist der Typ weg. Weil so viele Louis, das kann Bob Love City nicht aushalten. Also Leute, wir gehen zu meinem Haus. Bis gleich. Louis, Louis, ich habe deine Kinder gefunden. Louis, ich bin wieder am Start. Yo. Wilde Pommes, ist das wahr? Wo sind die denn, die kleinen Racker? Louis, du wirst es nicht glauben, aber die feiern Geburtstag in der U-Bahn. Irgendwo wie unten eine Tunnel gefunden. Und da feiern die Geburtstag. Oh mein Gott, Wilde Pommes, du hast unsere Kinder gefunden. Das ist ja super. In der U-Bahn. Oh. Oh Mann, dann gehen wir sofort hin. Vielen, vielen Dank, Pommes. Danke, Mann, du bist deiner Beste. Yo, kein Problem, Bro. Sehr, sehr gerne. Und wann haut ihr eigentlich ab? Ganz ehrlich, Mann, ich bin gerade ein bisschen voll gefuttert. Ich würde sagen, nächsten Morgen, wenn es dunkel wird, ziehen wir ab. Und dann siehst du uns nie wieder. Also, Pommes, bis dann. Okay, bis dann, Mann. Haust rein. War schön, ich kenne jetzt haben. Tschüss. Leute, ihr habt es gehört, sind alle voll gefuttert. Die müssen eine Nacht schlafen, ehe sie sich fortbewegen können anscheinend. Meine Freunde, wir ziehen uns das neue Secret Outfit an. Lass mal gucken, wie es bitte aussieht. Ich freue mich so drauf, Leute. Let's go. Ist ehrlich gefunden bei der Geburtstagsparty. Let's go. So, wo ist das gute Stück? Hier, guck mal. Oh, da ist der. Ja, oh, cool. Auch animiert. Jetzt bin ich ein echter Fan von den Louis. Ist er noch besser als das Fanshirt, Alter? Oh, cool, meine Freunde. Guck mal. Das ist ein neues Outfit. Guck mal, das sieht richtig, richtig nice aus. Holy, sieht das gut aus. Warte mal, wenn ich das jetzt kombiniere mit dem Fan-Oberteil, ey, das sieht auch gut aus. Guck mal hier, das sieht noch besser aus als das Wochenende. Das sieht richtig gut aus. Das passt zusammen. Aber Leute, das neue Outfit sieht natürlich so aus. Schaut mal hier. Zeig ich kurz mal. Ah, das sieht richtig gut aus. Guck mal, Leute. So sehen wir aus. Richtig, richtig fresh. Aber Leute, müsst ihr mal sagen, mit dem Louis-Fan-Merch, guck mal hier am Oberteile ganz unten, dieses Outfit auch richtig cool aus. Leute, guck mal, wir haben oben diesen animierten Helm. In der Mitte haben wir das Merch von Louis und wir haben hier unten die Glimmerhose. Sieht alles schon richtig cool aus. Leute, weil euch das Secret weitergeholfen hat, das heißt, ihr müsst den Kuchen bitte in die U-Bahn zu geheimen Kinderparty von den Louis-Monstern bringen. Da kriegt das Outfit einmal freigeschaltet. Wenn euch solche Videos gefallen, lassen wir ein Abo und ein Like am Start. Guckt mit anderen coolen Videos vorbei. Haut da rein, eure Winde Pommes und ciao.